Heute ist herrliches Wetter und ich sitze im Moment im Wintergarten. Hier seht ihr die kleine Bougainvillea, der es gar nicht gut geht, genauso wenig wie mir. Ich bin jetzt seit 12.04. positiv getestet auf Corona und hatte zuvor sehr schwere Symptome, die mich also wirklich fertig gemacht haben. Heute ist der 20.04. und es hat sich zwar etwas gebessert, aber ich sage es dir. Es macht einen richtig fertig. Ich habe Gelenkschmerzen. Tut wirklich alles weh. Meine Stimme ist teils weg. Ich habe keinerlei Geschmacksempfindungen. Schmeckt alles wie Brechmittel. Selbst ein Schluck Wasser ohne irgendwas drin, schmeckt so furchtbar, dass. Also das wünsche ich niemandem. Zum Glück ist das Fieber und die Kopfschmerzen sind auch weg, aber der Rest reicht völlig. Ja, darum muss natürlich trotzdem etwas tun. Hilft alles nichts, auch wenn ich in Quarantäne bin, aber da ich ja hier abgeschirmt lebe, ist das kein Problem. Heute habe ich mal die Jakun in den Wintergarten getan. Es sind vier verschiedene. Ich würde sie natürlich gerne auspflanzen, aber wir hatten immer wieder Bodenfrost. Und so gesehen wäre das etwas Harakiri und zu schade. Dann habe ich heute in diese Kistchen Mais ausgesät. Habe einige Kohlpflanzen, die ich im Zimmer vorgezogen habe, jetzt auch einmal im Wintergarten getan. Sellerie ist auch dabei. Darunter, was sind die Frühlings Zwiebeln. Das müsste Lauch sein. Feigen machen sich. Denen gefällt es natürlich im warmen Wintergarten. Aber sie dürfen auch bald raus. Sobald eben kein Frost mehr droht. So, in einem meiner Kübel, die ich normalerweise dann für Tomaten, für Paprika, für Chili vorbereitet werden, habe ich Radieschen gesät. Kommen schon. Im Teich rennen die Wasserläufer. Und die Sumpfdotterblume, die sich hier angesiedelt hat, die blüht auch schon. Das ist wirklich schön. Aber was ich euch jetzt zeigen wollte, sind die ja, ihr merkt vielleicht, ich kann schon nicht, ich kann auch immer nicht richtig denken. Dicke Bohnen, diese habe ich gesät oder gelegt, je nachdem, wie man es nennen möchte. Und die waren vorgezogen. Also die da sind vorgezogen. Den Bereich kommt dann Jakun. Mit
zwei Pflanzen und zwei Pflanzen werde ich im Kübel lassen. Heute mal andersrum. Das ist das Hochbeet Nummer 6. Auch hier habe ich dicke Bohnen. Hier war der Mühlwurst drin und die wurde dann von einer Katze gejagt, die da ein richtiges Loch gegraben hatte. Die Petersilie ist gut angewachsen und die Gucci-Beere kommt auch. Sieht gut aus. Auch die Johannisbeeren, die hatte ich ja zuletzt umgepflanzt. Sieht nicht schlecht aus, wenn man bedenkt, was für ein kaltes Frühjahr wir haben. Stachelbeeren, freue ich mich auch drauf. Ja. Ja, wächst der große rote Salat, Asiensalat. Das sieht auch schön aus. Man muss ich bald essen. Aber wenn man keinen Geschmack hat, tut man es wirklich schwer. Kopfsalat. Und Radieschen und so. Schöne Tulpen wachsen und Blumen. Das da ist Mohn. Und ich bin mal gespannt, ob die Lupinen, die ich da reingesät habe, auch kommen werden. Dann hatte ich schon vor ein paar Wochen hier Erbsen gesät, keine einzige aufgegangen. Entweder sind die gefressen worden oder ich weiß nicht. Auf alle Fälle habe ich jetzt heute hier an diesem Kübel, noch einmal Erbsen nachgesät. Das Gestell da ist eigentlich für so einen Erdsack. War mal ein Fehlkauf, aber ich konnte es auch so noch schön nutzen. Was, wenn du dich fragst, was da hier als Mulchschicht ist, ist alles Bärlauch. Hier riecht es entsprechend hoch auf meinen Beeten Nummer 4 und 3 und 4 habe ich mit Bärlauch gemulcht. Aber ich könnte ja sagen, das ist eine wahrscheinlich eine lächerliche Arbeit. Aber es hat mich dermaßen Kraft gekostet. Das ist fast unglaublich. Ich atme auch sehr flach, seit ich Corona habe. Und hoffe, dass ich im Mist bald wieder los bin. Auch hier in diesem Beet hatte ich ja, das sieht man ein paar, ein bisschen Spinat gesät. Das ist praktisch total verlust. Rote Beete gehen einigermaßen. Aber im Grunde ist recht Drama, Spinat. Ich habe 6 Reihen Spinat und nichts aufgegangen. Also das war das letzte Mal. Kiwi. Ja, sie treibt langsam aus. Aber ich bin da noch skeptisch, habe auch hier die Plane noch, in der ich die zuhängen kann, wenn es nötig wird. Ja, und hier hat sich noch gar nichts getan in diesem Beet.
Upsa. Da liegt noch der Besen rum. Das wird dann das Tomatenbeet. Zwei Reihen Tomaten. Und ich hoffe, dass sich das alles gut anlässt. So, noch ein kleiner Schwenk über meinen Garten. Die Kaki und auch. Und was auch noch, was ich auch noch gesehen habe, ist die andere Kiwi, die ja schön hochrankt. Die Reben sind wohl kaputt. Allerdings sieht man keinen Austrieb. Gut. Heidelbeeren und auch. Ich bin echt überlegen, ob ich da den Pavillon wegreiße und vielleicht ein Gewächshaus hinstelle. Aber im Moment nicht dran zu denken. So. Schönen Blick über den Schwarzwald und tschüss.